So, dann ist es vielleicht Zeit, uns unserem ersten Programm zu widmen. Unser allererstes Programm wird ganz einfach sein. Wir wollen, dass diese LED, die im Moment da vor sich hin blinkt, anders blinkt. Wir werden uns in unserem Programm nicht ganz Zeile nach Zeile schreiben, sondern ich werde das aufbauen, so wie man es eigentlich denkt und wie die Logik ist. Ich schreibe meine Programme nie von oben nach unten durch, sondern ich überlege immer wieder, was brauche ich in diesem Programm und springe hoch und runter, so wie es mir passt gerade. In diesem Fall widmen wir uns erstmal der Loop-Funktion. Das ist ja unsere Hauptfunktion, in der das Arduino immer wieder dann durchlaufen wird. Das bedeutet auch, dass da passiert eigentlich das, was ich möchte. In unserem Fall müssen wir die LED anmachen und dann wieder ausmachen. Wie funktioniert das? Dazu benutze ich spezielle Kommandos, die das Arduino schon kennt, und die schreibe ich jetzt einfach. Das ist das Kommando, was es bedeutet, bitte mach die interne LED wieder an. Entziffern wir das ein bisschen. Digital Write bezieht sich auf eine Funktion, die auf digitalen Ausgänge schreibt, dazu später in anderen Videos. Und da drin habe ich gesagt, LED Built-in, das bedeutet die interne eingebaute LED, bitte auf High stellen. High bedeutet nichts anderes außer anmachen. Okay? Und jetzt genau das gleiche werden wir benutzen, um diese gleiche LED wieder auszuschalten. Diesmal sage ich statt High, Low. Sie sehen auch schon, jede von diesen Zeilen, die ich geschrieben habe, habe ich mit einem Semikolon beendet. Das bedeutet für das Arduino, das ist ein Signal für das Arduino, dass dieses Kommando jetzt vorbei ist. Diese Programmierzeile, diese Programmzeile ist jetzt vorbei und wir gehen zum nächsten Kommando rüber. Sonst kann man leicht durcheinander kommen, was in welcher Reihenfolge man machen soll. Okay, probieren wir es doch mal aus. Alles, was wir eigentlich machen müssen, ist nun das Programm zu verifizieren. Er möchte es erstmal speichern. Okay, machen wir. Ich habe mir da einen Ordner vorbereitet dafür. Und ich werde dieses Programm einfach unser erstes Programm nennen. Jetzt sieht man hier ganz schön, er sagt Compiling Sketch, das bedeutet, er verifiziert im Moment den Code. Er hat eigentlich nicht groß gemeckert. Er sagt irgendetwas, er sagt uns übrigens, wie viel wir von dem Speicher des Arduino bereits verbraucht haben mit unserem kleinen Programm. Besonders meckert er nicht groß, deswegen gehe ich jetzt rüber und lade dieses Programm rüber zum Arduino. Und interessanterweise, wenn man sich jetzt das Arduino anguckt, obwohl wir etwas geändert haben, sieht es gar nicht so aus. Die LED ist die ganze Zeit konstant an und geht gar nicht mehr aus. Dieses Blinken sehen wir leider überhaupt nicht. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass diese zwei Kommandozeilen nacheinander ausgeführt wurden und zwar in einer Schnelligkeit, die nicht unsere ist, nicht eine menschliche Schnelligkeit ist, sondern die des Arduino. Er ist so schnell, dass wir dieses Ein und Aus gar nicht mehr sehen können. Das würde bedeuten für uns, wir müssen zwischen dieses Anmachen und Ausmachen eine kleine Pause einlegen. Wie funktioniert diese Pause? Dafür gibt es auch ein Kommando, das ist eigentlich auch eine Funktion von dem Arduino, die nennt sich Delay. Und hier kann ich auch sagen, wie lange man denn warten soll. Man muss natürlich dieses Delay nicht nur nach dem Anmachen, sondern auch nach dem Ausmachen aufrufen, sonst sieht man wieder nichts. Versuchen wir es jetzt wieder nochmal. Ich verifiziere. Wieder keine Probleme. Ich lade es rüber. Und jetzt sehen wir wieder, es passiert schon wieder nichts. Wo ist denn jetzt das Problem? Ich habe etwas nämlich vergessen. Ich habe vergessen, diese PIN, die interne, diesen digitalen Ausgang auf einen Ausgang zu stellen. Wenn das Arduino nicht weiß, ob er auf einem bestimmten digitalen Ein- und Ausgang entweder eingeben oder etwas ausgeben sollte, dann reagiert er einfach gar nicht drauf. Wie machen wir das? Wir gehen zurück zu unserer Setup-Funktion. Jetzt sehen wir auch, wofür sie gut war. Und schreiben Folgendes.
Wir stellen den Pin-Mode von dieser unserer LED, die wir benutzen wollten, auf den sogenannten Output-Modus. Es gibt natürlich auch andere Modi, dazu gibt es ganz viel mehr in den anderen Videos. Wir speichern wieder, wir verifizieren noch einmal und wir laden das Programm rüber. Und jetzt sieht man es schön und klar, die LED blinkt. Die blinkt an und wieder aus. Sehr schön. Was hat jetzt diese 1000 in unserem Delay zu bedeuten? Das sind 1000 Millisekunden. Wenn Sie ganz genau schauen, ist es genau eine Sekunde, die Frequenz, mit der die LED blinkt. Wir können es jetzt natürlich auch ändern. Wir können sagen, dass es für eine Sekunde zwar an ist, aber für ganze 2 Sekunden aus. Wir speichern wieder, verifizieren und laden rüber. Und jetzt sieht man, dass die LED angeht, aber bedeutend länger ausbleibt. Jetzt können Sie damit so lange herumspielen, wie Sie nur möchten. Wichtig wäre zu verstehen, dass dieses Programm vom Arduino wirklich sequenziell ausgeführt wird. Die einzelnen Funktionen werden aufgerufen und wenn eine Funktion aufgerufen wird, dann wird alles innerhalb von dieser Funktion, von diesem Programmblock nacheinander ausgeführt. Und jede Zeile ist letztendlich ein Kommando für unser Arduino und jede Zeile muss mit einem Semikolon aufhören, damit es überhaupt ausgeführt wird. Probieren wir doch mal, was passieren würde, wenn ich diese Semikolon wieder wegnehmen würde. Verifizieren und jetzt sieht man, huch, irgendetwas ist hier rot geworden. Was bedeutet das für uns? Eigentlich ist er ziemlich schlau in diesem Fall, nicht immer ist er so schlau. Und er sagt, Programm, erstes Programm, Zeile 13, das ist diese hier, die ist auch rot markiert. Error, expected semicolon, bevor diese geschweifte Klammer. Für uns bedeutet es klar und deutlich, aha, ich habe den Semikolon verloren. Wenn ich es wieder dazu nehme, speichern, verifizieren, ist der Kompiliervorgang auch zufrieden. Kompiliervorgang nennen wir diese Verifikationsphase, in dem die Entwicklungsumgebung verifiziert und überprüft unser Programm, um solche Fehler eben zu verhindern. Dankeschön, bis zum nächsten Video.